Ja, moin moin Leute, was geht? Hier ist mal wieder euer Sergeant Pepper am Start und heute habe ich hier ein weiteres Perlescent Weapon Tutorial und heute habe ich hier die Wanderlust. Die Wanderlust ist eine Perlescent Pistole von Maliban und ja, in meinem Fall habe ich hier das Element Feuer, das kann sich aber natürlich wie immer verändern und in meinem Fall ist es auch die Potent Wanderlust, aber der Prefix der Waffe kann sich natürlich wie immer verändern. Wir gehen einfach mal kurz durch die Stats, die sind eigentlich alle sehr durchschnittlich, der Schaden ist von so grundlegend, ist ja schon mal nicht schlecht. Die Accuracy ist übrigens die niedrigste im Game mit einer Accuracy von 1, was halt, ja, ihr werdet schon gleich die Accuracy sehen, ja. Die restlichen Stats sind eher durchschnittlich, nichts Besonderes und ja, im roten Text steht, you never know until you go und ja, das bezieht sich halt auf den Waffeneffekt und zwar sind die Projektile der Potent Wanderlust Zielsuchen, das heißt, ihr müsst nicht den Gegner anvisieren, deswegen hat sie auch nur eine Accuracy von 1. Ups, what the fuck, komm schon, aber genau, ihr könnt auch hinter euch schießen und ja, ihr seht, diese Projektile prallen überall ab und normalerweise treffen sie jetzt auch, ja, das wäre jetzt schon besser, also ihr wisst halt wirklich nicht, wo die Projektile hingehen, aber sie sind wirklich sehr zielsuchend, das heißt, sie treffen einfach einen Gegner, ihr könnt halt keinen bestimmten Gegner anvisieren. Ich schieße mal von hier oben, weil selbst von hier oben könnt ihr den Dummy treffen. So. Ja, da war's. Das heißt, ihr könnt, ja, das waren sogar 3 Treffer. Das heißt, ihr könnt wirklich über extrem lange Entfernungen Ziele treffen, auch wenn ihr sie nicht seht. Also ihr könnt auch damit sozusagen um Ecken schießen. Und ja, ich denke, das Ganze ist ganz witzig. Und jetzt zeige ich euch nochmal kurz die Schadenswerte. Das liegt ungeslaggt auf dem Körper bei 1,9 Millionen. Im kritischen Bereich weiß ich es jetzt nicht, weil ich das halt schlecht machen kann. Hier kommen immer 1,9 Millionen, von daher denke ich mal, das könnte man so als Grundschaden ungeslaggt festhalten. Und ja, geslaggt macht ihr dann 6 Millionen Schaden, was schon echt nicht schlecht ist. Und ja, es ist eine neuere Pearlescent Weapon, das heißt, ihr könnt sie nicht vom OMG What the Fuck bekommen, das heißt, ihr müsst Chubbies dafür farmen. Ich habe sie auch von einem Chubby gedroppt bekommen. Und ja, das macht ihr am besten in The Dust. Und wenn ihr nicht wisst, wie das geht, dann schaut doch einfach mein Video zum Nurse und Cat Class Mod. Da erkläre ich das nochmal ziemlich genau, wie man Chubbies am besten spawnt. Und ja, dann haut ihr rein, Leute. Ich hoffe wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Wenn das so ist, dann lasst doch vielleicht einen Daumen hoch oder einen netten Kommentar. Da würde mich wie immer sehr freuen. Und ja, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich auch tun. Würde ich mich natürlich auch wie immer sehr drüber freuen. Und ja, dann bin ich raus und tschüss.